Es ist August und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Impuls. Regionale Lebensmittel, saisonales Gemüse und viele frische Produkte von Händlern und Bauern aus der Umgebung. Das alles findet man auf unseren zahlreichen Wochenmärkten. Der Lebensmitteleinkauf unter freiem Himmel, der kommt bei vielen gut an und liegt inzwischen wieder richtig im Trend. Genau das wissen auch unsere beiden Duisburger Azubis Leon und Merle. Morgen! Morgen! Wir bräuchten glückliche Hähnchen. Haben Sie das für uns? Ja, ne? Auf der Suche nach glücklichen Hähnchen und frischen Produkten für ihren Kochabend verbringen die beiden Azubis Leon und Merle ihren Vormittag auf dem Wochenmarkt in Rheinhausen. Zum Glück hast du den Plan. Du weißt ja jetzt auch, wer kocht. Du kümmerst dich um die Zwiebel, ne? Ich schneide die Zwiebel, kein Problem. Ich habe die Taucherbrille dabei. Alles klar. Ob sich der Lebensmitteleinkauf unter freiem Himmel für die beiden gelohnt hat, das sehen Sie gleich. Und bevor es für uns auf den Wochenmarkt zu unseren beiden Azubis geht, begrüße ich an dieser Stelle jemanden, der sich mit frischen Produkten und dem Thema Nachhaltigkeit bestens auskennt. Lukas Langwald ist heute bei uns zu Gast, Gründer des Duisburger Unverpackt-Ladens. Lukas, grüße dich. Hi. Ja, Lukas, du verkaufst in deinem Geschäft ausschließlich unverpackte Ware. Wie ist es da überhaupt zu gekommen? Ja, also die Idee kam letztes Jahr im Oktober. Es war einfach so, dieses Thema Plastik, das hat uns schon immer irgendwie insgesamt das Thema Umwelt, da mussten wir einfach was machen und dann, ja, haben wir das einfach mal gemacht. Habt ihr gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir einen eigenen Laden auf. Ja. Wie kommt das bei den Leuten an? Ja, also durchweg positiv, auch wirklich durchs Alter ist ganz gemischt. Alle Menschen sind sehr positiv gestimmt, sage ich mal, gegenüber diesem Thema. Und ja, also kommt sehr gut an. Mhm. Stark auf frische Produkte setzen auch die vielen Wochenmärkte in unserer Region. Was verbindest du denn persönlich mit unseren Wochenmärkten hier? Mhm. In Duisburg tatsächlich nicht so viel, aber ich habe jetzt in Bochum gewohnt und da gab es auch auf dem Wochenmarkt einen Stand mit Bio- und Demeter-Produkten. Das ist ja leider gerade in Neudorf auch bei dem Wochenmarkt noch nicht so präsent, was ein bisschen schade ist, aber da hoffen wir natürlich, dass bald was kommt. Lukas, vielen Dank fürs Erste. Wir sprechen gleich noch weiter. Für uns geht es aber jetzt erstmal ab auf den Wochenmarkt nach Rheinhausen zu unseren beiden Azubis Leon und Merle. Ja, was die beiden dort so geplant haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben so früh und du schleppst mich ja schon auf den Wochenmarkt. Was machen wir denn hier heute eigentlich? Mann, Leon, ich hab dir doch gesagt, wir wollten heute Abend zusammen was Leckeres kochen. Ja, hast du gestern noch gesagt. Wir haben noch keine Zutaten dafür. Ja. Also dachte ich mir, wo gibt's frischere Zutaten als hier auf dem Wochenmarkt in Rheinhausen? Da hast du recht, ne? Komm, los geht's. Starten wir mal hier über den Wochenmarkt. Was machen wir denn eigentlich? Ich dachte, wir machen Hähnchenbrust mit Gemüse und gerösteten Kartoffeln. Und das kriegen wir ja auch alles hier, das ist ja auch gut, ne? Auf jeden Fall. Guck mal, da ist schon der Hähnchenstand. Das sieht schon mal gut aus. Morgen! Morgen! Wir bräuchten glückliche Hähnchen. Haben Sie das für uns? Ja, ne? Ja, wir verstehen. Ich glaube, wir nehmen Hähnchenkeulchen, oder? Nee, ich hätte gern Hähnchenfilet, bitte. Ja, okay, dann nehmen wir das Hähnchenbrustfilet. Ja. Reicht Ihnen das so oder möchten Sie doch nichts? Nee, das passt, glaube ich. Für zwei Personen reicht das. Hast du denn Geld dabei? Hast du Geld dabei? Nee, ich dachte, du hast Geld dabei. Geld dabei. Ich habe sogar die Dosen dabei. Ich habe die Echt? Dosen mitgenommen, ja. Ah, super. Dann müssen wir kein Plastik. Wir brauchen kein Plastik, wir haben gute Dosen dabei. Leon, was hast du hier eingepackt? Da passt doch nicht das Hähnchen rein. Ja, aber ich habe zum Glück zwei dabei. Glück gehabt. Dankeschön. Ich finde die Qualität ist sehr wichtig, weil wenn man da jetzt, sag ich mal, schon Geld für ausgibt, sollte man schon da sicher sein, dass man da auch ein gutes Produkt hat. Super, danke. Dankeschön. Perfekt, das Hähnchen haben wir jetzt. Guck mal, zum Hähnchen habe ich sogar die passende Tüte. Wir haben ja coole Kühltaschen und da bleibt alles drin frisch. Wow, mega, dass du dran gedacht hast. Der Veranstalter macht da auch einen guten Schritt auf die Leute zu mit den Wochenmarkttaschen. Die sind praktisch und cool. Und ja, Plastik sollte man auf jeden Fall drauf verzichten. Ja, dann geht es jetzt zum Kartoffelstand. Ne? Suchen wir die leckersten Kartoffeln. Guten Morgen. Morgen. Wir brauchen die leckersten Kartoffeln im Land. Dann nehmen wir die Annabelle. Die Annabelle?
Ich weiß nicht, was wollten wir kochen? Wir wollten geröstete Kartoffeln mit Rosmarin machen im Backofen. Können Sie uns da was? Ja? Perfekt, dann nehmen wir die. Für zwei Personen, ich glaube, ja, ein Kilo reicht, ja, perfekt. Kleine bitte. Kleine. Man fühlt sich wirklich wohl und alle sind total freundlich und erzählen auch was von sich und sagen nicht nur, ja, was möchtest du kaufen, okay, hier 3 €, sondern es ist wirklich ein Austausch. Ich hoffe, es bekommen Sie geschenkt. Ah, oh, das ist super, vielen Dank. Perfekt, hier ist unsere Tüte. So, bitteschön. Dankeschön. Was bekommen Sie denn? Du bist halt direkt beim Händler dran und das Wissen halt einfach, was die Leute einem vermitteln können. Das ist alles top. Wo geht's jetzt hin? Ich denke mal, wir brauchen Gemüse, ne? Möchtest du denn haben? Boah, ich esse alles. Alles? Alles, ja. Und du? Ja, machen wir so eine richtig fette Gemüsepfanne. Richtig fette Gemüsepfanne? Richtig fette. Morgen! Morgen! Wir wollen heute Abend kochen und wir brauchen da ein bisschen frisches Obst und Gemüse. Ja. Nein, eine Gemüsepfanne machen wir. Eine Gemüsepfanne. Genau. Okay. Gewisse Vorstellungen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar bräuchten wir eine rote Paprika, zwei Möhren, eine Zucchini. Sind die Möhren von euch? Also habt ihr die hier aus der Niederrheinische Möhren? Junge frühe Möhren, Sochtenantes, Paprikasorte heißt Brunsma Wunder. Wir sind Selbsterzeuger, deswegen weiß man auch, wenn man den Samen eingekauft hat, welche Sorte man dem Kunden anbietet. Na, perfekt. So sieht das aus. Die nehmen wir. Und vielleicht hier so ein kleines Brokkoli-Röschen. Zum Glück hast du den Plan, du weißt ja jetzt auch, wer kocht. Ja. Zwiebeln brauchen wir auch noch. Zwiebeln, ne? Und eine Zwiebel nehmen wir noch. 1,80 Euro. Und einmal eine Zwiebel. Du kümmerst dich um die Zwiebel, ne? Ich schneide die Zwiebel, kein Problem. Ich habe die Taucherbrille dabei. Alles klar. Da sind wir genau. Dankeschön. 4 € ausgegeben. 4 €? Wenn wir jetzt zum Beispiel Obst oder Gemüse kaufen, dass das wirklich frisch ist und dass es nicht irgendwie gespritzt ist oder dass irgendwelche Gifte daran sind. Ich meine, natürlich wäscht man die ganzen Produkte zu Hause nochmal, aber trotzdem, dass es eben frische Ware ist und dass es auch gut aussieht. Genau, wir brauchen Erdbeeren. Wir wollen Nachtisch machen für heute Abend. Mit Vanilleeis. Oh ja, Vanilleeis. Genau. So, möchten Sie dir mal die leckeren Erdbeeren probieren? Boah, das wäre super. Dürfen wir? Dankeschön. Morgen. Ja. Und schmeckt? Die nehmen wir, oder? 5 Schalen. Nein. Ich glaube, wir nehmen 1 Schale. Ja. Ja. So. Ist das bitte 3,80 €? Ja, klar. Perfekt. Und 1,20 €. Super. Dankeschön. Danke. Boah, guck mal, ein mega schönes Plätzchen. Ja, hier können wir uns doch hinsetzen, oder? Yes! Perfekt. In der Sonne, perfekt. Sehr gut. Guck mal, da können wir direkt an unseren Erdbeeren naschen. Ja, mega gerne. Aber nicht alle aufessen. Oh, perfektes Wetter heute, ne? Schön warm. Optimales Shoppingwetter. Shoppingwetter. Ja, super. Boah, die waren richtig gut, ne? Schön aber süß. Alle Leute hier, also alle Verkäufer, sehr, sehr freundlich. Und gute Beratung. Riecht lecker. Haben wir gut gemacht. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Immer noch bei mir zu Gast ist Lukas Langwald, Gründer des Duisburger Unverpacktladens. Lukas, wer jetzt öfters auf Wochenmärkten unterwegs ist, der weiß, dass man dort viel leichter auf Plastik verzichten kann als vielleicht beim Einkauf im Supermarkt. Der Marktbetreiber Duisburg-Kontor, der verteilt demnächst kostenlos Wochenmarkt-Einkaufstaschen an ihre Kunden, um das Thema Nachhaltigkeit auch noch weiter voranzutreiben. Du als Experte, wie findest du diese Idee? Ja, ist eine super Idee. Also ich sehe immer noch auch auf den Wochenmärkten, ist ja nah bei uns am Laden, dass viele das immer noch in Plastik oder auch in Papier einpacken, was natürlich nicht die beste Lösung ist. Wenn man dann einfach auf Mehrweg setzt und immer wieder mit den Beuteln kommt, ist eine super Idee. Welcher Kundenstamm befasst sich denn jetzt besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit? Deine Erfahrungen aus deinem Geschäft?
gerade natürlich junge Menschen, wie jetzt auch zum Beispiel die Bewegung Fridays for Future zeigt oder auch Greenpeace an sich, viele ehrenamtliche junge Menschen. Aber bei uns im Laden, wie bereits erwähnt, ist wirklich sehr durchmischt. Auch ältere Menschen, die sich für das Thema interessieren und die auch dieses Problem kennen, interessieren sich für das Thema. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, wird Regionales und Nachhaltiges in Zukunft immer mehr von den Leuten nachgefragt oder ist das eher ein Trend, der auch schnell wieder verpufft? Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht nur ein Trend ist, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir mit Klimawandel, das ist ja so das Problem der Menschheit, ist einfach ein Riesenproblem. Es wird immer wärmer, das kommt dann irgendwann zu irreversiblen Schäden, die man nicht mehr aufhalten kann. Und ich denke, dass das wirklich ein Thema ist, was die nächsten Generationen beschäftigen wird. Und deswegen auch regionale Produkte, kürzere Lieferwege, das ist eigentlich die Lösung. Lukas, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Gerne. Und falls auch Sie, liebe Zuschauer, eine kostenlose Wochenmarkt-Einkaufstasche abstauben möchten, dann sollten Sie jetzt unbedingt dranbleiben. Hier kommt unser Newsblock. Nach dem Motto »Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft« belohnt der städtische Wochenmarktbetreiber Duisburg-Kontor gemeinsam mit seinen Marktbeschickern die treue Kundschaft. Auf ausgewählten Wochenmärkten werden wieder die allseits beliebten Wochenmarkt-Einkaufstaschen verteilt und dies, solange der Vorrat reicht. Am Donnerstag, den 22. August, erhält man diese zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Beek, am Freitag, den 23. August, auf den Wochenmärkten in Homberg und Buchholz, ebenfalls zwischen 9 und 12 Uhr. Und am Samstag, den 24. August, dürfen sich Kunden auf dem Wochenmarkt in Hochheide zwischen 9 und 12 Uhr an der Treueaktion erfreuen. Weitere Informationen gibt es unter www.duisburglife.de. Am 15. und 29. August lädt die Duisburger Spätschicht wieder zum Einkaufen, Verweilen und Genießen in die Duisburger Innenstadt ein. Von 16 bis 21 Uhr bieten zahlreiche Gastronomen und ausgewählte Markthändler ein abwechslungsreiches Sortiment. Neben Obst und Gemüse, Bio-Backwaren und mediterranen Spezialitäten dürfen sich die Besucher dann auch wieder über kulinarische Highlights wie vegetarische oder vegane Speisen, Streetfood-Angebote oder Spezialitäten vom Grill freuen. Dazu gibt's kühles Bier, leckeren Wein oder alkoholfreie Getränke sowie ein ständig wechselndes Rahmenprogramm und einige Lifestyle-Angebote lokaler Künstler. Weitere Informationen zur Duisburger Spätschicht finden Sie unter www.duisburglife.de. Das Impulsgewinnspiel wird präsentiert von Duisburg Live. Fräulein Betty lädt ein zum betreuten Trinken. 6 Weine gibt's am Altenmarkt 7 zu probieren. Am 22. August können Sie Ihren neuen Favoriten entdecken, wenn Fräulein Betty Ihre Lieblingssorten zum Besten gibt. Dazu serviert werden abgestimmte Leckereien, die den Abend abrunden. Geschmäcker sind verschieden. Gut so. Überzeugen Sie sich selbst und gewinnen Sie jetzt Tickets für betreutes Trinken bei Fräulein Betty. Einfach Duisburg Live auf Facebook besuchen und die Preisfrage in den Comments beantworten. Verlost werden insgesamt 2x2 Karten. Und das war es auch schon von uns hier bei Impuls. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.